Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Emirates Skywards Gold, den ihr mit einem Status-Match über die statusmatch.com-Seite bekommen könnt. In diesem Video zeige ich euch, wie es geht. Ich sage euch, was ihr von dem Skywards Gold-Status erwarten könnt. Und vor allem ganz, ganz wichtig, für wen es in Frage kommt. Denn es ist ein Status-Match. Nicht jeder kann den Status matchen. Also, nach dem Intro geht's einfach weiter. Wie immer an dieser Stelle gibt es den Abonnierbefehl. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst, damit ihr immer wieder die News aus der Welt der Meilenpunkt und des Status bekommt. Und ganz, ganz wichtig, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke anmacht, damit ihr auch nicht verpasst, wenn wir mal live gehen zum Beispiel oder ein neuer Beitrag kommt. Und diesen Beitrag wie immer liken und kommentieren. Aber das war's auch schon. Lass uns direkt in die News einsteigen. Und zwar die News sind ganz einfach. Der Emirates Skywards Status Gold ist ja einer der begehrtesten Status mit, wenn man mit der Emirates fliegt. Und danach gibt es ja nur noch Platin und mit dem Emirates Gold kann man schon ganz viel machen. Aber lasst uns erstmal gucken, wie ihr den Status bekommen könnt. Und dafür zeige ich euch einfach mal die Webseite. Und zwar seht ihr auf der statusmatch.com Webseite eine eigene Emirates Skywards Seite, wo man den Status kaufen kann. 79 Euro, 12 Monate gibt es den Status. Und das bekommt man, wenn man ein Mitglied ist bei Millimilia, wobei das Programm ja irgendwie eingestellt worden ist. Ich habe da auch keine Ahnung, also ich bin da auch gematcht worden. Da gibt es zum Beispiel den Fretscher Alata Club und den Alata Plus, das sind die höchsten Status. Oder bei Lufthansa Miles & More gibt es den Senator und den Hon Circle, bei British Airways Silver, Gold, Gold Guest List und bei Air France gibt es den KLM Flying Blue, ist dasselbe, Gold und Platinum. Und dann seht ihr auf der rechten Seite, da müsst ihr euren Namen eingeben, die E-Mail-Adresse und vor allem eure Skywards-Nummer. Wer noch nicht angemeldet ist, kann das darunter machen. Wie geht das? Ganz einfach. Man muss die Application, also die Anmeldung ausfüllen, muss den Status dann verifizieren, indem man einfach seinen eigenen Status zeigt, indem man einen Screenshot macht von der Statuskarte, die online ist, oder aber von der Webseite, und dann dauert das Ganze 7 Tage und ist für 12 Monate gültig. Ihr seht ja auch auf der Seite, dass das Ganze sehr italienisch ist. Ganz einfach, weil es sich an die italienischen Kunden richtet. Warum richtet es sich an italienische Kunden? Ganz einfach deshalb, weil in Italien im Moment die Hecke brennt. Ja, ganz genau, da ist ja ein Vakuum entstanden, nachdem Alitalia hops gegangen ist und jetzt mit ITA weitergeführt wird. Und dafür sucht Emirates dann halt zu partizipieren, wie viele Programme das ja schon gemacht haben. Lufthansa hat den Senator ja vergeben, vor Jahren gab es einen Statusmatch, also solche Sachen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man bei der Seite aufpasst, weil hier, da seht ihr es, dass man ein italienischer Resident sein muss. Also das heißt, man muss eine Anschrift in Italien haben. Das kann man natürlich hinbekommen. Ich weiß ja nicht, ob jemand eine Ferienwohnung hat irgendwo. Man weiß es nicht so genau. Also solche Möglichkeiten gibt es, aber ich will hier keinen auffordern, etwas zu tun, was man nicht tun sollte. Dann geht es weiter, wenn ihr dann den Antrag ausgefüllt habt mit Submit, und dann bekommt ihr ihn ganz einfach. Und jetzt geht es auch schon zu den Statusvorteilen, und ihr seht, dass man da auf der dritten Ebene ist. Also Blue ist der, den jeder bekommt, der sich anmeldet, Silver bekommt man auch, und Gold ist dann schon etwas besser, weil Gold ist als als Voraussetzung, um den Gold zu bekommen, muss man 50.000 Statusmeilen haben oder 50 Flüge bei Emirates, also insofern schon ein bisschen was, was man machen muss. Da schauen wir doch einfach mal auf die Vorteile. Ich lasse sie euch jetzt einfach mal durchscrollen gleich. Die wichtigsten sind halt wirklich Loungezugang, mehr Freigepäck, aber auch 50% mehr Meilen, Priority-Check-In logischerweise am Flughafen. An Bord gibt es den WLAN-Zugang, der zwar etwas limitiert ist, aber trotzdem ist es da möglich, dass man kostenlos online gehen kann. Kostenlose Sitzplatzwahl, auch bei Economy-Tarifen. Und dann gibt es natürlich die bevorzugte Gepäckausgabe am Flughafen. Aber hier seht ihr die ganzen Dinge, die es gibt. Ja, wer jetzt Fragen zum Emirates-Status hat und sagt, hey, ich möchte ganz einfach da, da muss ich gerade gucken, war ganz irritiert,
den Status haben, sollte das tun. Es ist immer nur so eine Once-in-the-Lifetime-Geschichte, dass man also sagt, hey, das geht nur einmal. Deshalb muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, ob man den braucht. Und wenn der halt 12 Monate geht, dass man ihn dann so spät wie möglich beantragt, wenn man auch losfliegt. Warum? Ganz einfach deshalb, weil sonst hat man ja ein paar Monate, die verfallen. Wichtig ist aber, es gibt auch keine, also ich habe keine Info gefunden, wie lange dieser Status-Match geht. Insofern da halt dann die Augen aufmachen und ja, hoffen auf sein Glück, dass das Angebot auch gilt und dass die Anschrift natürlich auch in Italien ist. An dieser Stelle wie immer danke, dass ihr zugeschaut habt bei Frequent Traveler TV. Schickt mir doch ganz einfach eure Kommentare oder Fragen, die ihr zu dem Thema habt. Und ich freue mich, wenn ich die euch beantworten kann. Ich hoffe, dass ihr mehr gelernt habt über den Emirates Skywest Gold Status, aber auch über statusmatch.com für 79 Euro den Status. Ich selber werde ihn nicht holen, habe ja den Platin. Also insofern macht es für mich keinen Sinn. Aber für jemanden, der bei Emirates einsteigen möchte, da macht das Sinn und da kann man das gerne tun. Also, bis bald wieder bei Frequent Traveler TV und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid.